Aufmunitionieren mit scharfer Munition. Letzte Vorbereitungen für ein Gefechtsschießen, das gleich beginnen soll, auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr in der Oberpfalz. Diese Männer müssen dann zeigen, was sie in den letzten Wochen gelernt haben. Doch sie sind Teil einer Einheit, die vor großen Veränderungen steht. Ortstermin in Oberviechtach, in der Grenzlandkaserne. Hier ist das Panzergrenadierbataillon 122 beheimatet. Doch seit rund einem Jahr ist klar, es ist eine Heimat auf Zeit. Das Bataillon wird nach Litauen verlegt, dauerhaft. Was macht das mit den Soldatinnen und Soldaten? Für Hauptfeldwebel Alex ist klar, er wird mitgehen. Am Standort wird sich viel verändern. Das ist für mich persönlich natürlich sehr emotional, weil man muss sich vorstellen, vor nicht ganz 20 Jahren bin ich hier eingezogen worden als Wehrpflichtiger und habe natürlich sämtliche Veränderungen in diesem Standort mitgemacht. Aber die Zeit bringt halt auch Veränderungen mit sich und wir müssen halt irgendwo auch mit der Zeit gehen. Mit der Zeit gehen. In diesem Fall heißt das, die NATO-Streitkräfte im Baltikum zu stärken. Russland soll nach Lesart des Bündnisses so signalisiert werden, dass ein Angriff töricht wäre. Bis Ende 2027 soll eine deutsche Heeresbrigade mit rund 4.800 Soldatinnen und Soldaten in Litauen einsatzbereit sein. Diese Schützenpanzer, sie werden an der Grenze zu Belarus stationiert. In die Oberviechtacher Hallen zieht ein Artilleriebataillon. Wir begleiten Alex nach Grafenwöhr. Auf dem Übungsplatz wird der jungen Soldaten über die Schulter schauen beim Gefechtsschießen. Für die Kameraden eine Premiere. Jeder Soldat ist natürlich dort angespannt. Kein Soldat möchte irgendwie jemand anders verletzen. Für mich ist es jetzt natürlich aufgrund der Erfahrung schon ein bisschen Routine geworden. Aber nichtsdestotrotz sind die Sinne geschärft. Jetzt machen wir das an. Auf dem Übungsplatz gibt unterdessen der Kompaniechef letzte Befehle. Auch für viele der jungen Soldaten dürfte die Zukunft in Litauen liegen. Puma sind einsatzbereit, Maßnahmen ausführen, Abfahrt. Solche Übungen, wie sie jetzt noch hierzulande stattfinden, dürften in Litauen häufiger werden. Dort entstehen Kasernen direkt neben einem großen Übungsplatz. Derzeit ist all das für Hauptfeldwebel Alex aber noch weit weg. Für die jüngeren Kameraden will er dennoch ein Vorbild sein. Die orientieren sich an uns. Und ob es jetzt Litauen ist oder ob es der Gefechtsdienst ist, ob es der Sport ist, sie orientieren sich immer an uns und schauen auf und schauen ganz genau hin, was wir machen. Und dahingehend ist es natürlich wichtig, dass wir jetzt schon Flagge zeigen und sagen, Achtung, das ist für mich kein No-Go, natürlich gehe ich dorthin. Großes Thema dabei, was wird aus den Familien? Das ist eine riesige Herausforderung und das habe ja nicht nur ich, das haben ja auch die anderen Soldaten, die logischerweise dorthin gehen. Aber ich sage, wenn ich mich dem Ganzen sperre und sage, das ist nichts für mich, das ist nicht der richtige Weg, dann habe ich irgendwann mal vor 12 Jahren, als ich gesagt habe, ich werde Berufssoldat, dann habe ich dort die falsche Entscheidung getroffen. Also das musste uns, auch wenn damals andere Bedingungen herrschten, auch da schon bewusst sein, dass es auch mal in eine andere Richtung laufen kann. Die sicherheitspolitische Lage. Für die Soldatenfamilien wird sie große Veränderungen mit sich bringen. Mit seiner Frau, sagt Alex, habe er bereits alles genau besprochen, auch was die Kinder betrifft. Der Plan der beiden steht. Noch aber fühlt sie sich weit weg an, die dauerhafte Stationierung in Litauen. Die Vorbereitungen dafür werden in der Truppe ebenso genau wie kritisch beobachtet. Schließlich gab es so etwas noch nie zuvor in der Geschichte der Bundeswehr. Ich habe da grundsätzlich im Vertrauen, dass für uns gesorgt wird. Mir ist es jetzt gar nicht so wichtig, was jetzt heute oder morgen entschieden wird. Mir ist es wichtig, dass die Rahmenbedingungen passen, wenn ich da bin. Ob die Bedingungen passen, wird die Zukunft zeigen. Diese Aufgaben wird die nächste Bundesregierung zu stemmen haben. Denn das Projekt wird einen langen Atem brauchen. Musik